Die Carestream-Software bietet die Möglichkeit, dem Zahnmediziner in der Implantatberatung selbst nach Befundung der DVT dann in den Kieferimplantate einzuzeichnen und vor dem Patienten zu visualisieren, ob eine Implantatbehandlung möglich ist und mit welchem Aufwand das verbunden ist. Man kann also, nachdem man die DVT befundet hat, in das Implantat selber seinen eigenen Implantattyp in aller Regel dann einzeichnen, um zu zeigen, dass die Implantatpositionierung beim Patienten dort geht, und man kann auch visualisieren, mit welchem Aufwand das verbunden sein wird. Wenn Knochen fehlt, wenn Knochenaufbauten gemacht werden müssen, ist das einem Laien dann auch sofort in aller Regel ersichtlich. Ich werde jetzt mal, um das zu demonstrieren, wie man ein Implantat einzeichnet, die DVT öffnen, die ich jetzt hier gerade auf dem Desktop liegen hatte. Ich überspringe das Neuformatierungswerkzeug, habe hier den entsprechenden Befund schon vorbereitet. Ich werde das mal kurz hier vergrößern, was wir hier haben. Ich öffne das Fenster noch mal kurz. Wir haben gesehen, dass der Rahmen da gerade nicht ganz angezeigt worden ist. Das kann man dadurch letztendlich dann schnell beheben, indem man das Fenster mal kurz hier unten auf dieser Taskleiste dann auf und zu macht. Dann hat man den Rahmen wieder da. Das ist ein kleiner Bug, der da letztendlich sich in die Carestream-Software eingeschlichen hat. Das ist aber nicht weiter schlimm. So, und als erstes schauen wir uns mal an, dass wir hier rechts oben die Panorama-Ansicht auf eine Schichtdicke von 15 mm hier festgelegt haben. Wir haben hier eine schöne Panoramakurve mitten durch den Kiefer. Relativ verzerrungsfreie Situation hier. Wichtig ist immer in den Implantatplanungen zu wissen, dass die blaue Befundungslinie natürlich immer senkrecht auf der mittleren roten Linie hier im Panoramabild stehen muss, damit wir den Kiefer quasi senkrecht schneiden und wir keine verzerrte Darstellung über die Kieferbreite bekommen. Schauen wir uns das 3D-Modell mal kurz an, mit dem wir jetzt hier gerade arbeiten wollen. Wir sehen, dass das Modell jetzt hier an der Stelle fast transparent zu sein scheint. Das heißt, um die Knochenoberfläche sehen zu können, was uns ja in der Implantatplanung insbesondere interessiert, müssen wir jetzt so ein bisschen an den 3D-Einstellungen hier etwas verändern. Das ist etwas gewöhnungsbedürftig, dass man das macht. Ich zeige mal kurz, wie das in der Carestream-Software hier umgesetzt wird. Wir klicken zuerst mal kurz auf das Schädelsymbol für das 3D-Modell. Wir aktivieren hier die Palettensteuerung. Damit haben wir die Farbpalette, die hier verwendet wird, unten eingeblendet. Es werden den verschiedenen Grauwerten in der DVT also jetzt Farbwerte zugeordnet. Das geschieht über diese Farbleiste hier unten. Und als Faustregel gilt, wenn man die Farbpalette, die hier vorgegeben ist, Realist wählt, und das würde ich immer empfehlen, um die Darstellung der Knochenoberfläche zu erreichen, muss man die sandfarbene Farbe hier an der Stelle entsprechend nach links verändern. Ich zeige das jetzt mal kurz. Ich klicke also auf dieses kleine Dreieck hier drauf, was wir unten am Rand sehen. Ich halte die Maustaste also jetzt hier schwebend drüber, halte das jetzt hier gedrückt mit der linken Maustaste und verschiebe das so ein bisschen nach links, bis wir tatsächlich hier die gesamte Knochenoberfläche sehen. Das ist eine wunderbare Ansicht so. Wir sehen hier relativ artefaktfreie Situation, und damit haben wir auch eine schöne Ausgangssituation für die Planung und Visualisierung der Implantatsituation. Ich deaktiviere jetzt noch hier dieses kleine Auge. Ich habe die Palettensteuerung damit wieder rausgenommen. Ich deaktiviere hier die 3D-Modelleinstellungen. Und wenn ich jetzt meine linke Shift-Taste drücke, das ist die Pfeil-nach-oben-Taste, die sonst eine Großschrift von Buchstaben provoziert, und die linke Maustaste festhalte, kann ich mein Modell noch so ein bisschen nach rechts und links verschieben und auch hier über die linke Maustaste, wenn ich die festhalte, hier so ein bisschen nach rechts und links drehen. Das muss man ein bisschen üben, damit das zügig läuft, aber das ist sicherlich kein Hexenwerk, dass man das hier bewerkstelligt. So, ich drehe jetzt mal die Ansicht so, dass wir also diese Zahnlücke an Regio 4,5 hier ist das, oder 4,6 ist das, um genau zu sein. Das ist der 3er, 4er, 5er, das ist Regio 4,6 hier an der Stelle, dass wir die richtig sehen. Das ist also eine klassische Situation, der Sechser fehlt. Und wir fahren jetzt mit der Befundungslinie, um das Implantat einzuzeichnen, genau in diese Zahnlücke. Die Befundungslinie steht jetzt noch senkrecht. Dadurch, dass ich jetzt hier die Befundungslinie kippen kann, wir achten wieder auf diesen kleinen blauen Punkt an der Stelle, jetzt links von meinem Mauszeiger, ich rutsche ein bisschen nach links, dann erscheint ein Vierfach-Pfeil, und dann kann ich die Linie parallelisieren auf die Nachbarzähne in dieser Lücke. Ich verschiebe nochmal auf die Mitte der Lücke hier an dieser Stelle, und jetzt habe ich eine schöne Befundungssituation. Ich sehe also jetzt hier an der Stelle im Befundungsfenster hier den Querschnitt senkrecht in Schnittrichtung, senkrecht hier zur Unterkieferachse hier an der Stelle. Das ist wunderbar. Ich vergrößere das mal kurz. Wir sehen hier unten
den Alveolaris inferior, also das ist für eine Implantation quasi eine Idealsituation. Ich kann mit dem kleinen Lineal jetzt hier mal kurz reinmessen, wie breit der Kiefer hier ist. 9 mm satt und genug für eine Implantation. So, jetzt geht es ans Anzeichnen des Implantats. Ich werde dazu jetzt hier kurz auf dieses Implantatsymbol klicken und dann habe ich die Qual der Wahl. Ich wähle also jetzt hier ein Implantat aus. Ich nehme jetzt hier ein Camlog Pro Mode Plus von der Screwline. Moment, das war die Rootline, die nehme ich nicht. Das hier nehme ich ganz gerne, das ist mein Standardimplantat hier von der Firma Camlog. Das war jetzt auch noch die falsche Variante. Das hier ist die richtige. Man hat die Qual der Wahl, wie man sieht. Das war eben ein Conelog, jetzt haben wir hier ein Camlog. So, jetzt stimmt's. Dann wird automatisch dieses Camlog-Implantat in die Mitte des Befundungsfensters hier eingezeichnet. Da ist der Computer vollkommen schmerzfrei, denn er erkennt ja den Knochen nicht. Und wir müssen dieses Implantat jetzt noch verschieben. Ich gehe dazu nochmal in die Panorama-Ansicht, um das mal zu zeigen, wo das Implantat jetzt von der Höhe her gelandet ist. Und ich verändere jetzt die Farbe des Implantats, indem ich hier auf dieses kleine Farbsymbol klicke. Und ich suche jetzt mir mal die gelbe Farbe hier aus. Damit sieht man, dass dieses Implantat innen drin noch eine Markierung hat, drei gelbe Punkte, die durch eine Linie verbunden sind. Und wenn ich auf das mittlere Pünktchen hier gehe und die linke Maustaste festhalte, kann ich das Implantat ein bisschen nach oben verschieben. Ich fasse es also körperlich am mittleren Punkt an. Damit habe ich die vertikale Höhe einigermaßen grob eingestellt und in der Panoramaübersicht sieht das schon sehr gut aus. Jetzt gehe ich in das Befundungsfenster und sehe, dass ich hier noch zu weit vestibulär abgekommen bin. Ich mache dasselbe nochmal und verschiebe das Implantat jetzt hier in die Mitte des Kiefers. Ich achte natürlich hier auf die kortikale Struktur, dass ich hier lingual nicht perforiere und so weiter für diese virtuelle Planung. So sieht das Implantat schon ganz gut von der Positionierung her aus. Und ich kann jetzt hier auch kurz die Schichtdicke mal hochstellen. Ich gehe jetzt mal auf 4,2 mm, dann habe ich noch eine bessere Übersicht. Dann sehe ich die gesamte Implantatstruktur und sehe auch hier an der Stelle, wo tatsächlich hier der Unterkiefernerv sich befindet. So, ich werde das jetzt nochmal zurückstellen, hier auf die dünnste Schichtdicke von 200 Mikrometer. Ich gehe dann mal ins 3D-Modell und vergrößere das und schaue mir mal an, wie jetzt die Achsenrichtung, die Achsenausrichtung für diese Lücke ausschaut. Wenn ich jetzt so drauf schaue, sieht mir das noch ein ganz klein bisschen nach mesial gekippt aus. Das könnte ich natürlich noch etwas verändern, indem ich jetzt nochmal in die Panorama-Ansicht gehe und die Achsrichtung ein bisschen nach distal korrigiere. Bewegt das jetzt ganz feinfühlig etwas nach hinten. Ich schaue mir gleichzeitig im 3D-Fenster hier unten rechts an, wie das ausschaut. Schauen wir nochmal rein. Das ist jetzt fast ideal von der Positionierung her. Wenn ich meine Implantate immer so setze, kann man da, glaube ich, nicht meckern. So, das hat also schon mal wunderbar geklappt. Wir können jetzt sehr schön sagen, dass hier die Implantation sicherlich überhaupt gar kein Problem darstellt. Wir stellen jetzt nochmal die Farbpalette für das 3D-Modell um, indem ich also jetzt hier nochmal den Schädel aktiviere und auf die Grayscale-Farbpalette gehe, die suche ich mir jetzt aus. Und dann kann ich mit diesem blauen Schieberegler an dieser Stelle hier das Modell auf Transparent stellen, um mal so ein bisschen zu zeigen, wie das Implantat denn in Verhältnis zu den Nachbarzähnen steht. Das kann man sehr schön visualisieren. Die Patienten verstehen das natürlich auch sehr schön, wenn man das einfach zeigt. Ein Bild sagt da mehr als 1000 Worte und die Aussagekraft eines solchen Modells für die Patienten sollte man nicht unterschätzen. Ich schließe diese DVT jetzt nochmal und zeige meine fertige Implantatvorplanung vom selben Fall innerhalb eines anderen DVT-Ordners. Hier habe ich, glaube ich, die entsprechende Planung einmal durchgeführt. Schauen wir mal, ob es stimmt. Oder ob die Planung hier weg ist. Ich vergrößere das nochmal. Nein, die Planung ist hier leider nicht da. Das habe ich leider dummerweise gelöscht. Also, Sie werden es selber einmal durchführen müssen. So eine Implantatplanung ist dafür eigentlich ein ganz schöner Fall. Wenn man also jetzt hier reingeht, ein Implantat auf der rechten Seite macht, hier im Bereich 4,6 und zwei Implantate Bereich 3,5, 3,6, ist das sicherlich eine gute Übung, dass man das einfach mal in diesem Fall Basics 2 lernt.